Ein Spätsommertag ganz nach meinem Geschmack. Ich persönlich könnte ja stundenlang hier draußen sitzen und einfach nur die Seele baumeln lassen. Dagegen ist auch erstmal nichts einzuwenden, wenn man sich gut schützt. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, sprechen wir heute über die Sonne. Und weil so ein Sonnenvideo zu zweit viel mehr Spaß macht, habe ich mir diesmal Unterstützung geholt. Mein Gesprächspartner wartet schon auf uns in der Kuppel. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. So, da wären wir. Herzlich willkommen an der Sternwarte Aachen und herzlich willkommen HP, schön, dass du da bist. Hallo Jessi, hallo zusammen. Heute wollen wir uns etwas mit der Sonne beschäftigen. Und da wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir vorher mal schauen würden, um was für eine Art Himmelskörper es sich dabei handelt. Ja, Jessi hat es euch ja schon ganz heimlich verraten. Aber auch wenn Kinder Sterne gerne mit Zacken malen, Sterne sind nichts als riesengroße Gasbälle. Genau. Und wenn man mal in den Himmel schaut, dann merkt man ganz schnell, dass unsere Sonne als Stern schon so einiges zu bieten hat. Da wäre zum Beispiel ihre Größe. Sie ist so riesig, dass unsere Erde ungefähr 1,3 Millionen Mal hineinpassen würde. Sie ist aber auch unglaublich hell und sehr, sehr heiß. Auf ihrer Oberfläche hat sie eine Temperatur von ungefähr 5000 Grad Celsius und innen sind es sogar 15 Millionen Grad Celsius. Wahnsinn, oder? Ja, Jessi, ich muss dich leider enttäuschen, auch wenn das unglaublich heiß, hell und groß ist, unsere Sonne ist so ein ganz stinknormaler Durchschnittsstern. Okay. Es gibt Sterne wie zum Beispiel Rigel im Sternbild Orion, der hat die 46.000-fache Leuchtkraft der Sonne. Ist also noch unglaublich viel heller. Oder Betelgeuse, der hat immer die 600-fache Größe unserer Sonne, ist also ein echter Riese. Ein richtiger Superstar ist unsere Sonne also nicht. Aber für uns Erdlinge ist sie trotzdem etwas ganz Besonderes. Denn ohne sie wäre die Erde ein stockfinsterer Eisplanet. Zum Glück gibt es aber unsere gute alte Sonne. Und rein zufällig befindet sich die Erde auch in der sogenannten habitablen Zone, also in einem Abstand zur Sonne, in dem Leben möglich ist. Eine sehr wichtige Voraussetzung für Leben auf einem Planeten ist das Vorhandensein von flüssigem Wasser. HP und ich haben euch mal einen Versuch vorbereitet, in dem wir euch zeigen, wie die Sonne und das flüssige Wasser zusammenhängen. Wir haben das Experiment von DLR Next zur habitablen Zone durchgeführt, um euch zu zeigen, wie wichtig der richtige Abstand zur Sonne für uns ist. Das Heft, in dem ihr dieses und viele weitere Experimente findet, verlinke ich euch unten auch nochmal. Die Rotlichtlampe ist unsere Sonne. Und die drei Eiskugeln sind Planeten. Die Planeten platzieren wir in unterschiedlichen Abständen zur Sonne und warten erstmal. Wir lassen die Sonne arbeiten und warten einfach ab. Nach einer Weile ist das Eis bzw. Wasser des sonnennächsten Planeten zumindest teilweise verdampft. Der von der Sonne weit entfernte Planet ist weiterhin eine Eiskugel. Nur der mittlere Planet erfüllt eine sehr wichtige Voraussetzung für Leben. Er weist flüssiges Wasser auf. Er befindet sich also in der sogenannten habitablen Zone, so wie unsere Erde. Zum Glück. Gut, dass es die Sonne gibt und dass sie den richtigen Abstand zur Erde hat. Diesen Abstand möchte ich aber jetzt einmal überwinden und euch mitnehmen auf eine kleine Reise in die Mitte unseres Sonnensystems. Denn auf der Sonne gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Da wird dann ganz schnell klar, dass sie nicht nur eine große, runde, heiße Kugel ist, sondern dass da viel mehr los ist.
unserer Oberfläche doch so heiß ist, müsste es dann da nicht quasi kochen? Ja, das Kochen kann man auf der Sonnenoberfläche sehr gut beobachten mit speziellen Teleskopen. Man sieht richtig Blasen aufsteigen und das nennt man in der Fachsprache Granulation. Also diese heißen Gasblasen steigen hoch, kühlen ab und sinken wieder hinunter. So ungefähr kann man sich das vorstellen wie das Spaghettiwasser. Wenn ich zu Hause Spaghetti auf den Herd stelle, dann blubbert das irgendwann. Die heißen Wasserdampfblasen sind es in dem Fall ja, steigen nach oben, sinken wieder ab und werden wieder erwärmt, sodass ich meine Spaghetti dann noch drin kochen kann. Doch die Sonne hat noch mehr zu bieten. Besonders spektakulär sind auf ihr Flares und Protuberanzen, also aktive Stellen und Gasausbrüche. Das klingt alles unglaublich spannend. Nicht vergessen sollten wir aber auch noch die Sonnenflecken. Wenn man die Sonne beobachtet, sieht man manchmal so dunkle Flecken. Das sind die Sonnenflecken. Diese Stellen sind kälter als der Rest der Sonne und strahlen deshalb weniger sichtbares Licht nach außen. Und deshalb erscheinen sie dunkler als der Rest. Die Theorie ist ja schön und gut, aber wie wäre es denn mal mit ein bisschen Praxis? Ich meine, immerhin stehen wir hier rein zufällig an diesem schönen alten Teleskop der Sternwarte Aachen. Können wir gerne machen, wir können gerne mal die Sonne beobachten. Allerdings gibt es da etwas ganz, ganz Wichtiges bei zu beachten. Man darf nämlich niemals direkt in die Sonne gucken und schon gar nicht mit einem Teleskop. Das ist hochgefährlich. Okay, das verstehe ich. Schließlich wollen wir keine bleibenden Schäden durch die Hitze und die Helligkeit der Sonne für unsere Augen bekommen. Aber du sagst, wir können trotzdem mit unserem Teleskop die Sonne beobachten. Wie lösen wir denn jetzt das Problem? Wir setzen einfach unserem Teleskop eine große Sonnenbrille auf. Die ist zwar totschick, aber relativ ungeeignet. Soll ich dir mal zeigen, was unser Teleskop für eine Sonnenbrille hat? Die sieht nämlich so aus. Wenn wir diesen Sonnenfilter auf unser Teleskop montieren, dann können wir gefahrlos die Sonne beobachten. Und wir haben hier auch ein zweites Teleskop, unseren kleinen Sonnenrefraktor. Das ist dieser hier in der Kiste. Der ist schon fertig montiert. Dann können wir ja vielleicht mal gucken, ob die Wolken noch ein bisschen beiseite gehen und wir dann die Sonne noch beobachten können. Alles klar. Wenn ihr auch einmal die Sonne bei uns beobachten möchtet, dann bucht doch einfach eine Führung. Alle wichtigen Infos dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir zwei schauen jetzt mal, ob wir noch ein bisschen die Sonne beobachten können und wünschen euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.